Freunde des gepflegten Pfeilewerfens, wir sind wieder da für euch bei Bring Your A-Game, der vierteiligen Darts-Doku, die spannende Einblicke in die Swiss Darts Corporation bietet. In den letzten beiden Folgen haben wir direkt den Fokus auf den Turniertag gelegt. In dieser dritten Folge jedoch begleiten wir die STC Tour 14, den letzten Turniertag der STC Tour 2023. Und am Ende dieses Tages wird die Order of Merit der gesamten Saison stehen. Da die nächste und letzte Folge ganz im Zeichen des Saisonfinales stehen wird, werden wir dieses Mal noch die Chance nutzen und ein Stück zurückgehen in der Geschichte in die Anfänge der Swiss Darts Corporation. Dafür gehen wir zum ersten Finale der Swiss Darts Corporation nach ihrer Gründung am 5.11.2021. Das erste Turnier der Swiss Darts Corporation zwischen Lukas Dahlmann und Jochen Graudenz. Ich denke, zu favorisieren ist sicherlich Jochen bei den bisherigen Spielen, welche wir von ihm gesehen haben. Immer über 70 im Average, glaube sogar in der Gruppenphase ab und zu über 80. Legt hier erstmal los wie die Feuerwehr mit der 180. Jawohl, da ist sie doch. Jochen mit der 180 und Lukas möchte sich da auch noch ein wenig reinspielen. Dieses Finale immerhin noch die 100 Punkte mitgenommen. Ein wenig Druck, aber nicht wirklich auf diesen Topswurf. 1-0 Jochen. Was für ein Beginn in dieses Leg. 93er Average. Im ersten Leg, da dürfen wir gespannt sein, ob das so weitergehen kann. Seine Doppel-10. Ein schönes Finish gewesen von Lukas, der ja auch schon ein High-Finish ausgepackt hat heute. 3-2 nur noch. Ein ganz, ganz umkämpftes Spiel. Die Jungs werden besser und besser. Es bleibt spannende Doppel-10. Lukas zum Turniersieg. Raus aus der Vergangenheit und rein in die Gegenwart zur STC Tour 14 in Kloten bei Zürich. Am Morgen des Turniers haben zwei Spieler überzeugend mitgeteilt, dass sie dieses Turnier heute gewinnen werden. Der eine von beiden, Rocco Fulciniti, der einige Male im Finale stand, aber noch kein einziges Mal diese Saison ein Turnier gewonnen hat. Der andere, Andy Bless. Ich bin ein Kämpfertyp und es ist eigentlich egal, was um mich herum passiert. In dem Moment blende ich das so gut wie möglich aus. Du weißt, was du kannst, du weißt, wo du bist. Du bist mal das Nummer 1 in dieser Schweiz. Und du weißt, wenn du willst, du schlägst jeden. Ob einer von beiden heute weit kommt und es vielleicht sogar schafft, das Turnier zu gewinnen, sehen wir später. Jetzt steigen wir erst einmal ein. Ich bin Sven Hoffmann, bin 22, komme von Bern, aus Wimmis. Und ja, ich spiele Darts seit der WM 2013, also jetzt 10 Jahre. Bin einfach eigentlich zweimal in der Woche mit meinem Vater gespielt. Und ja, am Anfang hat es mich noch nicht so interessiert, ich habe einfach ein bisschen gespielt. Aber irgendwann hat es mich auch schon gepackt. 16, 17, irgendwie so in diesem Zeitraum, hat mich jemand von Wimmis mitgenommen an die STA Schweizermeisterschaft. Da bin ich auch zweit geworden. Ich bin auch schon mal ich war Edard-Nazi, tatsächlich. Ich weiß bis heute nicht genau, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe es geschafft. Ich war zusammen mit Cello noch. Das war noch lustig. Und Stildart, ja, bei Junioren-Nazi bin ich. Aber so hat eigentlich alles angefangen, ja, mit meinem Bär zusammen. Eigentlich. Das ist so ein bisschen der Werdegang, sage ich jetzt mal, von mir. Das Hockey hier auf dem Stuhl, ja. And our winner of the Young Player of the Season is Sven Hoffmann. Ja, merci vielmals. Schade, es hat kein Viertel gegeben, das ich gewonnen habe, weil ich die Finale verloren habe. Aber ja, nächste Saison steht vielleicht Gewinner und nicht nur Finalist. Man muss ja auch noch Potenzial haben. Natürlich ist es wunderbar, dass Topspieler wie Stefan Belmont, Liam Mendel-Lawrence, Marcel Waldman bei der SDC spielen. Doch das, was die SDC ausmacht, ist die Vielfalt von mittelmäßigen Spielern, von Topspielern, aber auch von Menschen, die gerade mit dem Dartsport anfangen. Es gibt Schweizer, Deutsche, Serben, Österreicher, Engländer, Schotten
Die Swiss Darts Corporation ist, um es mit Cellos Worten zu sagen, eine große Familie. Und der Zusammenhalt, der hier herrscht, das Mitfiebern bei den Spielen, die Menschen, die diesen riesen Zusammenhalt hier wirklich leben, das ist die SDC. Mein Name ist Gastroinci Maurizio, bin 52 und spiele da seit ca. 2014. Also angefangen hat es, glaube ich, wie bei jedem per Zufall in einer Bar. Mein erstes Dealer-Turnier war ja eine Qualifikationsturnier für die PDC-WM. Das war auch hier in Zürich, glaube ich, vor 5 Jahren. Und dann war es immer mehr bei mir, also mehr Stildart als E-Dart. Als ich den Award bekommen habe, war es für mich überraschend. Hätte nicht gedacht, dass ich irgendwas gewinnen würde. Okay, es war ja nur 5-0. Die meisten Kommentare in YouTube gemacht habe. Diesen Award habe ich gewonnen. Denke, obwohl es ein schlechtes Spiel gegangen ist, ja? Wenn es ein sizilianisches Darts-Team gibt, dann wärst du wahrscheinlich der Captain davon, oder? Nein, ich glaube nicht. So gut bin ich nicht. Mein Spitzname ist The Sicilian. Das hat ich von einem guten Freund bekommen. Das sind meine Wurzeln. Also, ja, ich habe auch viele Freunde in Sizilien, Verwandte, Familien. Und bin auch noch Ehrenmitglied im ersten Dartclub von Sizilien. Ich hatte frei und dann dachte ich, ach komm, ich schaue, ob es vielleicht auf YouTube live gestreamt wird. Dann kann ich noch ein bisschen Dutch Open schauen nebenbei. Jetzt habe ich dann einfach nur Livestream Darts eingegeben, glaube ich. Und dann bin ich auf die SDC gekommen, die hatten irgendein Turnier, glaube ich, bei Marker Wohnung oder so sogar noch. Irgendwie ganz früh, und dann habe ich so gesehen, so, ah krass, das sind alles Schweizer. Habe niemanden kennt, außer Jussi Iorio. Oder Iorio, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Und dann sind wir dort in das Hotel Vienna House und das ist noch, also mir jetzt gut und die Bordanlagen waren halt cool, die Saal hat mir gefallen. Und dann habe ich halt gesagt, so, hey, klar, Schaffhaus ist 2,5 Stunden entfernt, aber fuck off, ich kaufe mir die Tourcard einfach für das nächste Jahr. Salut, ich bin der Stefan Bellmont, ich bin SDC-Spieler und die aktuelle Nummer 1 von dir. Zuerst müssen andere Turniere spielen, dass ich irgendwie auch dort nicht wegkehre oder runterkehre. Aber eben nachher wirklich, wird es wirklich eigentlich auch Klick machen und sagen, nein. Es ist einfach, ihr Jungs, die dahinter arbeiten und das, was ihr jetzt hier aufgetragen habt, bis jetzt also nur Chapeau. Herzlich willkommen zum Viertelfinale an die Bless gegen Fabian Limacher. Fabian gewinnt seinen Anwurf-Lag, stellt auf 1-0. Bless gleicht aber aus, geht dann sogar in Führung, baut diese aus auf 3-1 und dann sogar auf 4-1. Limacher kommt nochmal ran vielleicht. Nein, sieht schlecht aus. Bless besiegt hier Limacher mit 5-2. Man verliert gegen sich selber, nicht gegen den Gegner. Ist meine Meinung. Wenn ich verliere, dann ist das so, ist meine Schuld. Ich kann trotzdem gut schlafen, am nächsten Tag stehe ich normal wieder gut auf. Dann ist das so, dann habe ich halt verloren. Geht bei mir die Welt nicht unter. Ich habe halt Freude, ob ich verliere oder gewinne. Ist für mich, der Start ist wie eine große Familie. Man respektiert sich gegenseitig, die Atmosphäre, das Spiel gegenseitig. Es ist ja auch professionell aufgezogen. Es wird ja immer größer und immer besser. Darum bin ich ja immer noch dabei. Und ja, das kann man nicht gut erklären. Das muss man erlebt haben, das Ganze. Also bei mir merkt man schon, wenn ich unzufrieden bin, glaube ich. Wenn es mir nicht gut läuft, kann ich schon ein Pisser sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal ist es Unzufriedenheit, das sieht man schon an. Dass ich überdurchschnittlich gut bin, ist, wenn zum Beispiel jetzt, mein Gegner mit 140 anfängt, habe ich es oft, und nicht immer, klar, aber oft, wenn ich zum Beispiel mit 100 kann nachziehen kann. Also ich bin nicht jemand, der mein Gegner hat gut geworfen und nachher keine zusammen. Das, nee, das kann ich relativ gut ausblenden und probiere dann aber, ja, komm, wenn ich es einfach nachziehe.
Ich sage, meine Stärke ist sicher meine Geduld und einfach die Nerven auch ein bisschen im Griff zu haben. Und ich denke, das hat mir schon den einen oder anderen Matchstart und Sieg geschenkt am Spielen. Und ich sage, sicher meine grösste Stärke, die ich habe. Mein Ziel ist immer, versuchen, nicht zu schreiben an einem Turnier. Und das heisst, dass du dann wirklich auch im Finale kommst. Und im Finale, wenn du im Finale bist, dann willst du gewinnen. Game, Start, Endematch von Stefan Bellmann. Jetzt aktuell ist SCC Tour Nummer 3 und ich bleibe Nummer 1. Es gibt große Siege und es gibt große Niederlagen. Wenn man an Sven Hofmann denkt, dann denkt man direkt auch an das Finale gegen Patrick Ganter. Ich war so in diesem Tunnel, so ich habe es zugetragen. So, ich habe schon ein paar Legs gewonnen, also geschaut, ah shit, 5-1, noch ein Leg. Und beim Herrenfahren habe ich so das Tableau angeschaut, also gesehen, boah, Rocco, Jochen Oda, und gesehen, ah, Cello ist nicht da, das ist halt Spass irgendwo. Und dann habe ich zu Ivo so im Spass gesagt, ey, yo, gell, wenn es uns zwei nicht so schlecht läuft, wer weiß, irgendwie spielen wir dann Halbfinale. Und ist dann wirklich so gekommen. Ja, und dann das Finale, irgendwie, ich bin dort rein, also denkt so, ah, krass, Alter, Jochen hat bis jetzt gewonnen, Rocco ist voll gut dabei gewesen, Cello. Und wenn jetzt würdest gewinnen, würde so dein Name auch bei denen sein, so krass, Alter, ich weiss, ich bin nicht gleich gut wie die, bin ich auch jetzt noch nicht, würde ich auch noch eine Zeit lang nicht sein, aber also, schon krass. Und haben mich irgendwie wirklich sehr, sehr gut können fokussieren und das war ein bisschen der Fehler gewesen. Ich habe dann bei hinten gelaufen, weil mir so gesagt, hey Sven, jetzt nur nicht aufregen, nicht nervös werden, nicht nervös werden. Und das Problem war, ich habe mir so oft gesagt, Sven, bist nicht nervös, dass ich völlig den Fokus auf das Spiel verloren habe. Wenn man aus diesem Ding, aus dem Fokus weg bist, ist es mega schwierig, wieder reinzukommen. Ich denke, jeder, der da spielt, weiss das. Dann kam es, wie es kam. Ich habe noch 6-5 verloren. Und die Sprichworte, aus den Niederlagen lernt man mehr als aus den Siegen. Ich hasse das scheiß Sprichwort, ich habe so viel gehört. Aber es ist etwas dran, es stimmt eben schon. Das Einzige, was manchmal blöd ist, ist nie darum gegangen, hey, du bist bis ins Finale gekommen. Du hast Rocco geschlagen, du hast Ivo geschlagen, sondern es war immer, du hast noch verloren. Es wäre sicher im Nachhinein, ich sage, wäre es auch gescheiter gewesen für mich, wenn ich es einfach gewonnen hätte. Ich wäre einiger, was der Mitte spart, aber ja, shit happens. Bis zum Finale, wo wir dann gespielt haben, ich glaube, ich hatte wirklich nicht viel mit ihm geredet, vielleicht sogar gar nicht. Also der erste Schritt, auf eine fremde Person zuzugehen, das fällt mir manchmal auch schwer. Aber wenn ich mit den Leuten so im Kontakt bin, dann geht es easy klar. Zum Beispiel so Frieder Lang. Ich liebe den Typ. Ich mache einen Fanclub, Frieder Lang. Das ist so ein Beispiel, den kenne ich auch erst seit der letzten Saison. Aber ich bin so Fan von diesem Typ, der ist so cool. Wenn ich Leute habe, die ich mich wirklich mit ihnen unterhalte, geht es einfach sehr schnell, bis ich wirklich gut mit ihnen bin. Ja, ich bin der Sven. Hey, merci vielmals, habt ihr zugeschaut. Ich freue mich auf die Zukunft bei SCC, für die Leute wieder zu sehen, da zu spielen. Und hey, wer weiß, ich bin motiviert, ich probiere mein Niveau zu steigern. Vielleicht ja, sieht man mich mal wieder im Livestream oder so. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr einschaltet. Ja, merci vielmals. Tja, keine Ahnung, wen ich hier favorisieren soll. Felix Schierz natürlich letztes Mal das Turnier gewonnen. Rocco Fulciniti allerdings heute auch extrem stark dabei. Geht los. Rocco 1-0. 2-0. Schierz. Oh, mit dem Ausgleich. Und jetzt wird's spannend. 3-3. 4-3 für Rocco. 5-3. Und das ist es. Ja. Rocco besiegt Felix Schierz mit 5-3 im Halbfinale der Swiss Round Corporation. 4-4. Also meine Arbeit ist nebenbei dem Dartspielen, ist ja, bin verantwortlich für Kinderattraktionen, also heißt so wie Karussell, Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, solche Sachen. Also für den Aufbau, die Bedienung und den Abbau an verschiedenen Jahrmärkten. Das Wetter können wir leider nicht beeinflussen. Wir arbeiten bei Regen, Schnee, Kälte, Sturm.
und Sunshine. Also wenn wir zu zweit sind, geht, steht einer drin. Alleine bin ich immer draußen. Bediene von draußen, Sicherung, weil das ist wichtig mit Notstopp für die Sicherheit der Kinder. Ja, meine Website müsste ich halt besuchen gehen. Da habe ich mir so mal gegönnt. Habe ich eine Website, da kann man nachschauen, welche Turniere ich spiele, wo ich spielen werde und wann. Es sind ein paar Fotos von Mitspielern, sage ich mal, wo ich mal getroffen habe oder treffen werde. Solche Sachen, kleine Informationen und Fotos. Ich bin Maurizio und wichtig ist, dass so viele Leute wie möglich hier mitspielen oder überhaupt den Dartsport kennenlernen. Weil es ist ein toller Sport und man kann es im hohen Alter auch spielen. Man sieht es an mir, mit 52 kann ich immer noch spielen. Wer auch spielen kann, das sind Rocco Fulcinetti und Andy Bless. Wer von beiden macht seine Versprechung wahr und gewinnt sein erstes SDC-Finale 2023? Meine Einschätzung für das Finale ist, ich gewinne das Ding. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Ich habe es am Morgen schon erwähnt. Heute ist mein Tag und es ist mein Tag. Wir schauen weiter. Ich bin zufrieden in meinem Spiel. Ich habe den ganzen Tag etwa 80er. Das ist gut. Ja, der Bessere mag gewinnen. Das ist mein Turnier heute. Ja, ich gewinne. Andi gleicht aus, 1:1. Die Regie heute mag Inhelder. Oh, Rocco. 2-2, 3-2, 3-3. Rocco und Andy schenken sich hier überhaupt gar nichts. Rocco ein bisschen höher im Average, aber es steht trotzdem 5-5. Jetzt nicht mehr 6-5 für Rocco Fulcinetti. Ganz starke Leistung. Andy wirft an, aber wenn Rocco dieses Leck gewinnt, gewinnt er das Finale. Nein, Andy 6-6. Und jetzt Rocco mit den Matchdarts. Andy steckt sich seine Pfeile mehrmals weg. Doch Rocco vergibt und vergibt. Lässt Andy nochmal ran und ja, Andy Bless mit seinem ersten SDC-Tour-Sieg 2023 besiegt Rocco Fulcinetti nach mehreren vergebenen Matchstarts mit 6-5. Zählt für die Rangliste. Ja, richtig, es war ein gutes Spiel, sehr ausgeglichen. Klar, letzten Leg, da habe ich irgendwie 9 Darts, ließ er mich nochmal ran. Da dachte ich, ja, jetzt ist fertig, aber ja, fertig ist erst bei 0. Auf jeden Fall, 16. Dezember bin ich auf jeden Fall am Start, ja. Und ja, probiere dasselbe vom letzten Jahr. Da habe ich letztes Jahr im Finale leider 4 Matchstarts vergeben, wegen Belmont. Und ja, Möglichkeit besteht, dass ich es besser mache. So. Das war's für heute mit der SDC Tour 14 und damit haben wir die Order of Merit der gesamten Saison. Stefan Belmont auf Platz 1 mit 4.000 eingespielten Schweizer Franken. Sven Geiger auf Platz 2 mit 3.450 Franken. Felix Schierz auf Platz 3 mit 2.640 Franken. Jochen Graudenz mit 2.460 Franken auf Platz 4. Und Rocco Fulcinetti, der heute im Finale ja unterlegen ist, auf Platz 5 mit 1.850 Franken. Den Spielern, die über die Order of Merit eine Teilnahme an der Q-School gewonnen haben, wünschen wir viel Erfolg und verabschieden uns hiermit von der SDC Tour. Nächste Folge begleiten wir das Saisonfinale und wünschen natürlich auch dabei viel Spaß.